Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznode liegen Sie immer richtig. www.biznode.ch. Roger gegen Markus an diesem Montag aktuell. Wie immer Brexit-Cast, Andreas Meyer von der SBB, Wahlspots von der SP und der SVP und der Donald Trump. Brexit, Boris Johnson ist jetzt seit ein paar Wochen ist er Premier. Nur Niederlage hat es überhaupt nie gegeben. Spaltet sogar seine Partei, aber nicht nur seine Partei, sondern sogar seine Familie, weil sein Bruder hat gesagt, das nationale Interesse geht dann doch noch vor irgendwelchen familiären Banden. Das war schon ein bisschen eine heftige Niederlage zusätzlich. Ich weiss nicht, wenn du das so würdest erleben, Markus? Ja gut, ich kann auch. Ich habe auch genug Streit gehabt mit meinen Geschwistern. Das wäre jetzt nichts Neues. Aber bist du hier Premier geworden? Ja, vielleicht wegen dem, gell? Ja. Nein, also ich meine, ich finde es das ein bisschen pathetisch von ihm, weil letztlich alle, ich meine auch die Amber Rudd, die jetzt gestern noch zurückgetreten ist. Das war eine wichtige Ministerin von seiner Partei. Aber alle, die in die Regierung reingegangen sind, haben gewusst, der Boris Johnson geht auf Brexit am 31. Oktober. Und zwar ganz gleich, ob mit Deal oder nicht Deal. Und dann musst du als Minister dir das überlegen, will ich das mittragen oder nicht. Und dass du das erst nach 3 Wochen merkst oder 4 Wochen, finde ich komisch. Also die Argumentation von der Amber Rudd war, man hat ja gesagt, man will noch versuchen, Deal zu machen. Und sie hat überhaupt nicht gesehen, dass der irgendeinen ernsthaften Versuch macht, einen No-Deal zu verhindern. Und darum ist sie gegangen. Aber nicht nur sie, es ist auch noch der Nicholas Soames, er ist der Neffe von Churchill, ein langjähriger Parlamentarier und Minister, der auch in dieser Partei war, ist auch zurückgetreten. Und muss noch sagen, Boris Johnson und Soames, die berufen sich beide auf den Churchill. Und ich glaube, der Soames liegt einfach besser. Weil man erinnert sich, 1946 in Zürich, die grosse Rede von Churchill, wir brauchen ein vereinigtes Europa, nur so können Krieg verhindert werden. Und darum, der Boris Johnson, der ja Biografie geschrieben hat über den Churchill, liegt jetzt einfach kreuzfalsch in Sachen von seinem grossen Hero. Nein, weil der Churchill, und das weiss der Boris Johnson ganz genau, der Churchill hat natürlich damals nie daran gedacht, dass England dabei ist. Er hat gemeint, der Kontinent soll sich einigen, das wäre angenehm gewesen für das British Empire. So spezifisch ist er nicht. Es ist klar, weil er hat immer noch an das British Empire geglaubt in dem Moment. Es ist ganz klar gewesen, für ihn ist das nie in Frage gekommen, dass er dabei ist. Aber das ist ja nicht so wichtig, selbst wenn es jetzt anders wäre, ist das nicht der Punkt. Ich meine, nur weil du Neffe, ist er Neffe oder Grossneffe oder ist er Enkel? Ich weiss es nicht einmal mehr. Das heisst ja nicht, dass du, dass du die Lage heute richtig einschätzt. Ich bin überzeugt, ein Winston Churchill würde es etwa genau gleich sehen wie der Boris Johnson. Weil letztlich, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und Roger, das weisst du tausendmal besser als ich. Was? Ja, weil du hast ja selber in deinem Leben schon vielmal verhandelt. Du hast Geschäfte gemacht, ich habe ein paar gemacht. Aber nie so verhandelt wie du. Was kommt jetzt? Ja, ist doch klar, wenn du verhandelst, darfst du der EU nie das Gefühl geben, ihr müsst nicht nachgeben. Und wenn du von Anfang an zweifelst daran, dass du einen No-Deal tragen kannst, dann hat doch die EU von Anfang an eine unglaublich starke Position. Und deshalb finde ich es auch lächerlich, dass jetzt die Amber Rudd sagt, ja, ich habe gar nicht richtig verhandelt. Weißt du, wer das sagt? Das sagt die EU. Ist ja klar, dass die EU das sagt. Die EU hat ein höchstes Interesse, dass es nie einen No-Deal gibt. Und solange die Engländer sich selber kaputt machen und den No-Deal nicht wagen, wird die EU nie nachgeben. Also, die Amber Rudd ist ein Teil vom Kabinett, also die hat das mitbekommen, was dort gelaufen ist. Das kannst du nicht sagen, dass sie auf der anderen Seite. Und der Boris Johnson, so wie er sich jetzt äußert, ist ganz klar, er will eigentlich den No-Deal-Brexit, also rausgehen ohne einen Deal. Er hat so gesagt, I'd rather die in a ditch. Das musst doch der Gegner gegenüber. Das musst doch. Moment. Du musst doch, das aus taktischen Gründen, musst doch du so tun, als würdest du unbedingt den No-Deal. Also, gut. Also, damit widerspricht er dem Parlament, ist offenbar bereit, ein Gesetz zu brechen, macht alles. Und I'd
rather die in a ditch, das heisst, ich würde lieber in einem Strassengraben sterben, als das zu verlängern. Muss man noch sagen, wenn jetzt sie das durchzieht und es wieder eine Grenze gibt in Irland, ist übrigens heute in Irland gewesen, dann könnte dort wieder eine Grenze kommen. Und dort sind Hunderte in Strassengräben gestorben, wo es noch die Grenze gegeben hat, Markus. Es ist also noch zynisch, wenn er das sagt und sich wieder in den Mittelpunkt stellt und jetzt so ein Chaos verursacht hat. Und seit 3 Jahren, sage ich da in dieser Sendung, es kommt nicht gut raus. Und du jubilierst immer Brexit. Ich jubiliere und look nicht. What happens. Aber im Gegensatz zu vielen Remainers bin ich Demokrat. Es gibt ein klares Referendum, es hat einen klaren Volksentscheid gegeben, wir wollen die EU verlassen. Wie unter welchen Bedingungen ist nicht gefragt worden. Es ist gefragt worden, wollen wir verlassen. Schon damals haben die Remainer alle gesagt, ja, aber ein Deal geht nicht. Ist ein bisschen ähnlich in der Schweiz. Ein Deal geht nicht. Trotzdem haben die Leute damals mit 52% gesagt, wir wollen gehen. Seit 3 Jahren tut das Parlament, wo eine Mehrheit von MPs hockt, wo Remainers sind, das wir sabotieren. Ziehen. Das sabotieren. Nein, auch überall, in allen Parteien. Ja, hast recht, in allen Parteien. Nein, auch bei den Labour ist die Mehrheit. Das Parlament hat eine Remain-Mehrheit. Ja, du sagst, es ist ein Parlament, das sagt, das Volk interessiert uns nicht. Das gleiche Parlament hat vor dem Referendum gesagt, wir halten uns daran, es ist verbindlich. Also, da kommst du immer mit der gleichen Sache, jetzt auch schon seit 3 Jahren. Tatsache ist, man kommt an Grenzen, das zeigt das Beispiel von der direkten Demokratie, wo immer so in Himmel gelobt wird. Direkte Demokratie ist das demokratisch, was es überhaupt gibt. Die Leute haben über etwas abgestimmt, was sie nicht haben können abschätzen. Das ist doch gleich. Das ist nicht gleich. Roger, sonst müsst ihr unser ganzes System in Frage stellen, das wir haben. Du bist doch für direkte Demokratie in der Schweiz. Ich meine, wenn wir eine AHV-Abstimmung machen, wie viele Leute wissen ganz genau, wie in 20 Jahren das Rentenalter aussieht? Das weiss niemand. Volksentscheide sind immer ein Risiko, aber auch Parlamentsentscheide. Und die meisten Parlamente auf dieser Welt haben mehr Unsinn beschlossen als das schweizerische Volk je in den 100 Jahren, seit wir direkte Demokratie haben. Das sind so SVP-Sprüche, wieso? Die man immer wieder hört. Nein, tun Sie widerlegen. Ich tue es widerlegen. Ich tue das andere widerlegen, was du gesagt hast. Weil du sagst, so viel widersprüchlich sind innerhalb von 15 Sekunden. Wenn wir eine AV-Vorlage haben, haben wir ein Büchlein. Dort wird alles aufgelistet, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber man kann sich einigermaßen eine Meinung bilden. Aber beim Brexit, wo es noch gelogen worden ist und wo noch die Russen interveniert haben... Wieso kannst du das besser beurteilen? Nein. Als Volk? Bist du so viel gescheiter als britische Volk? Nein, ich sage nur, wir gemeinsam können als Stimmbürger, jeder Einzelne kann ab wegen welches will er als besser bewerten, bei einer Steuervorlage und so. Beim No Brexit ist also eine Reise gewesen. Wieso? Die Währungsunion beschliessen ohne Parlamentsentscheid ist auch eine Reise ins Nirvana gewesen. Ja. Und wir sehen es ja, wo es endet. Es wird im Abgrund enden. Politiker haben viel verheerendere Entscheide gemacht in den letzten 100 Jahren in Europa, als je ein Volk entschieden hat. Also, gib mir ein Beispiel, wo das Volk sonst eigentlich beschlossen hat, wie zum Beispiel eine Währungsunion. Ja, jetzt müssen wir da nicht in der Geschichte grübeln, sondern bleiben jetzt bei der Realität, du willst einfach immer wieder ablenken. Das kennen wir. Nein. Ich würde die Grundsatzfrage stellen. Das Puff, das die Engländer haben, ist, wie es gibt einen Volksentscheid, den die Elite nicht einhalten will. Das ist ganz einfach. Es ist ganz primitiv. Es ist super primitiv. Das mit der Elite, das ist noch das Sahnehäubchen aufs Ganze. Du bist gegen die EU, intellektuelle Fehlkonstruktion, Blocher-Terminologie. Ich hätte das immer akzeptiert. Hätte man doch nicht immer drin. Ich hätte das immer akzeptiert. Und du freust dich immer, wenn etwas Schlechtes kommt für die EU. Und ich bin auf der Seite von einem Churchill und von allen Leuten, die in den 50er Jahren dann die EU angefangen haben aufzubauen und weiterentwickeln, mit all ihren Fehlern und Makel, glaube ich, dass das etwas Schützenswertes ist und eine Alternative sieht man nicht. Und wenn man jetzt jubiliert auf deiner Seite, wenn man das Gefühl hat, es käme jetzt dann besser mit dem Brexit und der Boris Johnson hat heute gesagt, ja, ich habe dann noch hunderte von Vorschlägen, wie man da den Backstop, also die Situation an der irischen Grenze kann lösen. Aber ich sage es niemandem. Sättige Leute, der Lügner, Boris Johnson, ist genauso ein Lügner wie der Donald Trump. Okay. Und wir haben es zu mit sättigen Lügnern an wichtigen Positionen. Und das macht mir Angst. Frau Merkel hat schon 15 Jahre lang so viel mal gelogen. Sie haben bei der Eurokrise jede Regel gebrochen, die sie sich selber gegeben haben.
Sie haben Regierungen gestürzt in Italien, in Griechenland. Hey, so viel Undemokratie hat der Herr Trump. Der könnte das nicht einmal erreichen, wenn er jetzt wieder gewählt werden würde, wie du ja hoffst. Aber ich würde noch schnell etwas sagen. Roger, ich finde das eine Unterstellung, dass du sagst, ich freue mich, wenn es der EU schlecht geht. Ja. Das stimmt nicht. Das ist genau das Gleiche. Schau, das wäre genauso primitiv, wenn ich jetzt würde sagen, du freust dich total, wenn die Temperatur zunimmt, dann kannst du dich bestätigt fühlen wegen dem Klimawandel. Du warnst vor dem Klimawandel, weil du besorgt bist. Ich warne vor der EU, weil ich kann dir sagen, die EU wird uns noch unglaubliche Probleme bringen und wir sehen es jetzt schon. Zum Beispiel tut die EU, das sehen wir jetzt in England, wir sehen es in Italien, in Deutschland, in Frankreich, zerstört nationale Demokratien, ohne dass in Brüssel je eine Demokratie entsteht. Das ist so gefährlich, Roger, dass man nicht Freude haben kann an dem. Und ich habe nicht Freude an dem. Es ist im Prinzip das Gleiche, wenn ich irgendwie vor dem Wilhelm II. Warne und dann würdest du sagen, ja, du freust dich, dass der Wilhelm II. Das Eich macht. Nein, das stimmt nicht. Ich also, warne. Du gehst ja so auf so viele Sachen ein. Man kann gar nicht irgendwie da noch richtig replizieren. Also die Tatsache ist, und ich zitiere es halt mal den Churchill, wo gesagt hat, Demokratie ist die schlechteste Staatsform, die es gibt, mit Ausnahme von allen anderen. Würde ich irgendwie anwenden auf das? Die EU ist vielleicht die schlechteste Konstruktion von Europa gehabt, mit Ausnahme von allen Alternativen. Und darum bin ich der Meinung, sollte man schauen, dass man die EU besser macht und sie nicht irgendwie runterfährt. Okay, können wir Punkt machen, kommen wir zu einem anderen Thema. Andreas Meyer, SBB-Chef, letzte Woche ist abgetreten, eigentlich überraschend. Und das Ganze ist irgendwie unter sehr seltsamen Auspizien abgelaufen. Wie hast du das erlebt? Ja, auf Deutsch gesagt ist meiner Meinung nach klar, dass der müssen gehen. Es wird zwar also meinst du, Frau Sommaruga hat ihm gesagt? Nein, ich glaube, es hat schon vorher angefangen. Ich glaube sogar, dass er schon unter Doris Leuthard unter Druck gekommen ist. Weil so wie es Monika Ribar in dem Interview in der Sonntagszeitung sagt, heisst es, sei ein längerer gegenseitiger Prozess gewesen. Und ich meine, länger, aber seit dem Frühling, also Frau Sommaruga ist jetzt seit Anfangsjahren im Amt. Kann sein, ich weiss es nicht. Ich glaube, es kann gut sein. Also so wie ich auch Sommaruga einschätze, ist das nicht eine Frau, die auskommt mit dem Andreas Meyer. Der hat sie sicher von Anfang an nicht gut gefunden. Das mit dem Lohn war von Anfang an klar gewesen, wenn du das machst bei jemandem, dann tust du ihn auf eine Art kränken, wo er sich eigentlich nicht mehr erholt. Es ist eine höhere Form von Mobbing. Was ist denn passiert mit dem Lohn? Sie hat ja wollen, und ich meine, sie hat ja seinen Lohn wollen kürzen, aber eigentlich auf eine lächerliche Art, nämlich nur kurz unter 1 Million, dass man kann sagen, ja, er hat nicht gerade 1 Million. Eigentlich muss man ihn kürzen auf 600 oder 500'000. Aber wenn er klug gewesen wäre, hätte er von Anfang an geschaut, dass er nicht über 1 Million geht. So wie in vielen Discount-Läden für 9,95 die Ware angeschrieben ist und nicht 10,20 Franken. Ja, hast du recht, das ist dumm gewesen. Als er dann gesagt hat, er sei unangemessen, jetzige von ihm Lohnkürzungen zu verlangen, ist überhaupt, sein Auftreten ist immer selbstherrlicher geworden. Am Anfang hat er noch Interview gegeben, ist einmal zu mir in meine Sendung gekommen, Schawinski, 2012. Seitdem ist er nie mehr gekommen, fast nie mehr gekommen, in die Medien, hat auch bei der Arena keinen Auftritt gehabt, beim Club nicht, bei mir nicht, etc. Hat das Gefühl gehabt, das sei die richtige Strategie und Gulte hat er als der grosse Kommunikator, der aber eben nur in diesen Kreisen auftreten ist, wo er hat können kontrollieren. Und das ist jetzt implodiert, vor allem auch nach dem Unfall und dem Todesfall etc., wo er sogar dort noch einen Stellvertreter an Beerdigung geschickt hat. Und darum ist der grosse Kommunikator in Anführungs- und Schlusszeichen eigentlich an seiner schlechten Kommunikation gescheitert und also im allergrössten Deal, das muss man auch noch anschauen, Bombardier ist einfach ein Fehlentscheid. Genau, und zweitens, was ich auch noch lustig finde, wieso hat er überhaupt jeden Ruf bekommen, er sei ein guter Kommunikator. Ich habe das Gefühl, das ist einfach alles entstanden in der PR-Abteilung von der SBB. Ich glaube, seine grosse Tragik war, dass der Beppo Weibel vor ihm war und der war wirklich sehr beliebt gewesen, und der ist auch eine charismatische Figur, auch wenn er wahrscheinlich auch viel Seich gemacht hat. Aber das war eine charismatische Figur gewesen. Und als Meier hättest du gescheiter geschaut, dass du jetzt ein anderes Image durch dir schaffen, nämlich der vom stillen Schaffer. Das hätte der Meier nicht wollen. Der Meier hätte auch der Volksheld sein. Das kann der nicht, weil er ist nicht so beliebt gewesen. Die Leute haben ihn nicht gern gehabt. Nein, man hat ihn nicht gern gehabt, weil man ihn auch nicht gesehen hat. Ich habe ihn gerade vor ein paar Wochen noch mal eingeladen und gesagt, stehen Sie mal an. Kommen Sie mal in eine Sendung. Und dann würde sich das ein bisschen lockern. Aber wenn Sie sich einfach immer verstecken und irgendwelche Adlaten schicken, kommt das nicht gut. Wir müssen halt über das reden. Öffentlich. Ja, aber selbst nicht nur über Ihre Visionen. Roger, ihre Visionen, die Sie haben da im digitalen Bereich. Aber Roger, wäre doch noch gut, wenn Sie da unterhalb von der Anlagen würden, irgendwie im Auge Kontrolle von der Tür
teurer. Und alle diese Down-to-Earth-Sachen, wo er eigentlich verantwortlich aber hat. Aber Roger, ich finde, er hat völlig recht gehabt, dass er nicht zu dir kommt. Wieso? Nicht, er hätte huren alt ausgesehen. Wieso denn? Weil du wärst jetzt huren hart gewesen mit ihm und hättest Kritik gebracht, die er so nicht vertreibt. Das war nicht der Typ, den ich gefunden habe. Hallo? Ja, ist jetzt halt so. Von dem her finde ich, ist völlig richtig gewesen, dass er gesagt hat, ich gehe nicht zum Schawinski. Ja. Aber du musst halt dann auch nicht meinen, wie er zum Volksheld. Und das ist sein Problem. Er hat unglaublich beliebt sein. Er hat das Gefühl gehabt, ich bin ein Superstar, ich bin so ein guter Manager und die Leute haben mich so gern. Und Doris Leuthard hat ihm das auch mit ihren grossen Augen einmal zu verstehen gegeben. Es ist irgendwo klar gewesen, sobald dass die Chefin weg ist, die ihn sehr gestützt hat, dann wird es für ihn schwieriger. Noch schnell weg der Beschaffung finde ich auch ein gutes Thema, weil ich meine, ja, man hätte jetzt Bombardier berücksichtigt, man hätte ja können den Peter Spuhler berücksichtigen. Ich finde eigentlich als Steuerzahler verstehe ich nicht ganz, warum das der SBB geht, im grossen Stil in Kanada einkaufen. Irgendwo geht es auch um Arbeitsplätze in der Schweiz. Auch das könnte man wieder mal hinterfragen. Also gut, ich glaube, du hast das auch wieder falsch gesagt. Es ist nicht nur zu mir nicht gekommen, es ist überhaupt nicht gekommen. Ja, das ist also, eben falsch. Es hat nichts mit mir zu tun gehabt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und ich sehe das als grosses Problem, wenn du Chef bist von der SBB. Faktisch ein Staatsbetrieb. Einer von unseren wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Staatsbetrieb. Hast denn du als Chef von der Kiste verdient im Jahr nicht direkte Verantwortung auch aufzutreten und das öffentlich auch zu vertreten und zu kommunizieren und Kritik entgegenzunehmen. Aber er hat das Gefühl gehabt, er muss nicht kommen. Und andere in diesen Positionen haben auch das Gefühl. Und das finde ich völlig daneben. Du hast völlig recht, aber das Problem ist bei ihm eben auch, dass er immer hat wollen geliebt werden und als absolut Charisma. Nein, nicht, das ich nicht. Also wirklich nicht. Nein, ich werde ja so gehasst. Nein, das stimmt nicht. Ah, du wolltest gegen gehasst werden? Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Aber es gibt einfach Leute, die einem nie gut finden, das ist völlig okay und mit dem muss man auch leben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, Andreas Meyer kann mit dem nicht leben. Er hat auch intern immer unglaublich Probleme gehabt, obwohl er einer war, der hure ruppig geführt hat, hat es ihn so aufgeregt, wenn irgendein Bahnangestellter ein schiefes Wort gesagt hat über ihn. Das kannst du nicht machen, oder? Also, wir sind kurz vor den Wahlen. Und irgendwie findet noch kein Wahlkampf statt. Wir reden jetzt gerade über die Wahlspots, vor allem über die von der SP und der SVP. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch. Man versucht jetzt, möglichst modern zu sein. Und was machen jetzt vor allem SVP und SP? Sie machen irgendwelche so Wahlkrimis, wo ihre Politiker auftreten als Laienschauspieler, sollen sie Interesse an diesen Wahlen wecken. Ich finde das total daneben. Ich finde das absolut Kapitulationsentscheidung von denen, dass sie sich auf die Art und Weise wenn dem Volk näher bringen, auf die Art Aufmerksamkeit bekommen. Christoph Blocher beispielsweise in dem SVP-Spot, hast du das gesehen? Ja. Also gut, er ist dann im Auto und dann wird er angehalten von der Polizei und was sagt er? Ah, da kommt Schmier. Er will sich volksnäher geben. Schmier, der ehemalige Justizminister, der auf die Art und Weise einfach sich einen Text gegeben von irgendeinem Regisseur oder Drehbuchautor und der sagt das ab in seiner Art und Weise. Also, das geht doch einfach nicht mehr. Gut, erstens hast du recht, dass natürlich Christoph Blocher nie von Schmier reden würde. Es gibt kaum jemanden, der so gut auskommt mit der Polizei. Und ich habe so tausendmal erlebt, wie Polizisten mit glänzigen Augen mit dem reden und er hat so hohe Freude an denen. Stimmt, er würde das gar nicht sagen. Er würde es nie sagen. Ich habe mit ihm am letzten... Und hat er gesagt, ich rede so? Jawohl. Ich habe ihm das gesagt, sagt, ja, so rede ich, wie sagen Sie denn? Da habe ich gesagt, Polizei. Sagt er, nein, ich sage es mir. Ehrlich, aber da glaube ich nicht, dass er das sonst einmal gesagt hat. Das hat er jetzt einfach gesagt, seit der Film gekommen ist. Ist das jetzt die neue Sprachregelung, dass er das immer gesagt hat? Das glaube ich nicht. Auch Bullen hat er sowieso nie gesagt. Und was gibt es noch? Pigs, also Schweine, kann man auch noch sagen. Das haben wir auch noch gesagt in der Zeit, wo ich auch mal auch noch an eine Demo gegangen bin. Ja, das ist dort einmal verbreitet gewesen. Nein, ich glaube nicht, dass das sein Sprachgebrauch ist. Jetzt gleichzeitig muss ich sagen, wir reden ja jetzt schon wieder drüber. Also offensichtlich Ziel erreicht. Nein. Das Entscheidende ist nicht, was die Leute über dich sagen. Das Entscheidende ist, dass die Leute
von dir reden. Das glaube ich, gilt also, in der Wahlen. Gilt einfach in der Wahlen. Ist so. Ich glaube, sie sind auch mit ihrem Öpfel sind sie total abgestürzt. Es ist ein fauler Öpfel, der ist weg. Da die Wirkung ist mal kurz gekommen und dann hat man den Kopf geschützt und ist weg. Und wenn die ein Hobby haben, wollen als Laienschauspieler auftreten, die Köppel und die Matters und die Blocher, dann sollen sie doch im Laientheater machen. Aber nicht unsere Wahlen missbrauchen, die Meinungsbildung missbrauchen, um dort irgendwie ins Theater. Ich finde das völlig daneben. In Amerika, wo man ja sagt, das ist die Heimat vom Showbusiness, ist das undenkbar. Ja gut, also Trump ist ja eigentlich nichts anderes als eine Reality-Show, oder? Das sagst du genug oft, und, also da hast du ja recht, oder? Das ist eine Reality-Show. Das glaube ich auch. Und die zieht, oder? Ja genau, die funktioniert dann eben nicht. Nur tut er ja, ist immerhin gewählt worden. Ja, das weiss ich, das sagst du immer wieder. Wissen wir, musst du nicht noch betonen. Ist wieder Brexit, aber er beschlossen. Tut sich nicht seine Texte, gerade die Texte, die er so daneben macht. Die lassen sich nicht von jemandem schreiben, sondern das macht das auch. Aber nochmal, bleiben wir bei der Schweiz. Wieso machen die Parteien das? Und warum kommt der Wahlkampf überhaupt nicht in Gang? Ich bin am Wochenende in Aargau gefahren. Dort hat es überall Plakate an der Straße. An jedem Laternenpfosten hat es dort irgendwie einen Kopf und so. Dort hat das Gefühl, wenigstens so tun sie noch dergleichen. Da in Zürich sehe ich überhaupt nicht. Ja, wobei ich also die gleichen Plakate auch gesehen im Aargau und habe das Gefühl, hey, das macht, macht überhaupt keine Wirkung, weil es sind so viele Köpfe, wie sollst du da noch einen auslesen? Also das ist auch absurd. Nein, ich glaube, darüber haben wir schon ein bisschen geredet. Die Schweiz ist in einem Zustand, wo es sicher schwer ist, einen Wahlkampf zu führen. Die Leute sind eigentlich sehr zufrieden, hochzufrieden und vor allem sind sie relativ zufrieden im Vergleich zu allen anderen Ländern in Europa, die sie ein beobachten können. Wir haben jetzt vorher über England geredet. Ich meine, die meisten Leute, die jetzt das einfach so anschauen von aussen, haben das Gefühl, Gott sei Dank haben wir noch das Parlament in Bern. Ich finde, das Parlament macht auch viel Unsinn, aber trotzdem, es ist nicht so krass wie in London. Und da, glaube ich, ist schwer für die Parteien, die Art von Alarmstimmung anzubringen, die du schon brauchst beim Wahlkampf. Du musst ja die Leute schon mobilisieren, dass sie finden, hey, jetzt muss ich unbedingt wählen, weil es ist so schlimm, wie es jetzt läuft. Und das Gefühl haben die Leute nicht. Also das ist auch wieder eine falsche Sicht. Viele, falsch, nein, viele Leute sind motiviert, die sagen, wir haben ein grosses Thema, nämlich Global Warming. Und darum werden wir abstimmen gehen. Und da muss man nicht so Schiessbudenfiguren, irgendwelche miesen Wahlkrimis anschauen oder sich irgendwie versuchen zu unterhalten, das geht nicht. Reden wir doch aber eben über den Reality-Star Nummer 1, der Donald Trump. Danke für den Steinpass. Seine Reality-Show ist schon viel schlimmer. Sie findet nämlich in der Realität statt. Und was man jetzt erlebt hat mit dem gescheiterten Treffen in Camp David, das ist der Sitz außerhalb von Washington, wo ganz wichtige Sachen stattgefunden haben, zum Beispiel Treffen zwischen Menachem Begin und dem Anwar el-Sadat und Jimmy Carter. Oder nach 9-11 hat man sich dort getroffen, um Massnahmen zu beschliessen. Und ausgerechnet in der Woche von 9-11 hat Donald Trump wollen sich dort mit den Taliban treffen. Die das Ganze irgendwie ermöglicht haben, nämlich den Angriff von Al-Qaida. Und da hat es natürlich irgendeinen Aufschrei gegeben. Und im letzten Moment hat er einfach kalte Füße bekommen, wie meistens, weil er hat einen Vorwand genommen, ein Amerikaner sei getötet worden. Das ist übrigens der 16. in diesem Jahr. Schlimm genug. Aber er hat bei den ersten 15. die Verhandlungen weitergeführt, immer weitergeführt. Hat keine richtigen Konzessionen bekommen von den Taliban. Nicht einmal, dass sie einen Waffenstillstand machen während der Verhandlungen. Und im letzten Moment ist er eingeknickt, wie eigentlich immer. Weiß nicht, ob das stimmt. Könnte sein, weiß es auch nicht. Aber ich habe eher das Gefühl, es ist relativ emotional passiert. Er hat eben gesehen, dass es wieder einen Anschlag gegeben hat und hat das sehr, persönlich genommen. Nein, anscheinend, jetzt, ich meine, gerade ein paar Tage vor dem Treffen war natürlich eine unglaubliche Provokation gewesen. Vor 4 Wochen war eben das Treffen gar noch nicht anberaubt gewesen. Von dem her, finde ich, kannst du nicht vergleichen. Und trotzdem, um in deinem Sinn zu reden, es ist typisch Trump in dem Sinn, dass er es nämlich persönlich genommen hat. Er ist ein extrem empfindlicher Mensch, nimmt alles persönlich, hat das Gefühl, die Taliban haben das extra gemacht, zum einen bloßzustellen, was vielleicht sogar stimmt. Dass er jetzt abgesagt hat, ist wahrscheinlich Good News, weil ich auch ein bisschen das Gefühl, die Amerikaner, ich meine, der verhandelt hat, ist ja selber aus Afghanistan, der kommt eigentlich schon raus. Und ich meine, die grosse Linie stimmt auf jeden Fall. Man muss raus aus Afghanistan. Er kann jetzt nicht raus, weil er jetzt dummerweise eben hat müssen absagen, weil die ihn so provoziert haben. Und natürlich würde er sehr gerne raus vor den Wahlen. Das wäre super gewesen. Er hätte können sagen, ich habe das Wahlversprechen erfüllt. Ich glaube, es wäre schlecht, wenn er nur wegen dem Wahlversprechen jetzt das würde forcieren. Weil zurzeit finde ich, die Bedingungen sind nicht gut. Die Taliban haben zu wenig nachgegeben. Besser wäre wahrscheinlich jetzt noch einmal aufrüsten und wirklich die Afghanen, Taliban dazu bringen.
bringen, dass sie nachgehen. Aber letztlich, Roger, sie müssen aufhören mit dem Krieg. Sie sind 18 Jahre in diesen Bergen und kommen nicht zum Ziel. Das bringt nichts. Aber sie können eben nicht raus, einigermaßen ehrenvoll, so wie es Trump wette. Weil wenn sie jetzt das Abkommen machen, die Taliban weigern sich auch mit der afghanischen Regierung überhaupt an den Tisch zu sitzen etc. Wahrscheinlich innerhalb von wenigen Monaten wären die Taliban wieder in Kabul. Und dann wäre Trump der, der Afghanistan verloren hat, Afghanistan, wo dann eben auch wieder die Al-Qaida ermöglichen, Amerika nochmal anzugreifen, 18 Jahre nach 9-11. Und da merkt man, sind alles so grosse Gesten, die er macht. Ich treffe mich sogar mit den Taliban. Ja, gut, ich treffe mich mit dem Kim Jong-un. Mit wem willst du denn Frieden machen? Du musst mit deinem Freund Frieden machen. Ja. Von dem her ist völlig klar, er musste mit den Taliban anfangen zu verhandeln. Das ist vollkommen richtig. Ja, das jetzt, hat er jetzt noch nicht gut gemacht. Die müssen halt noch mehr nachgeben. Aber letztlich ist die Idee, erstens, raus aus dem Afghanistan, völlig richtig. Sie müssen unbedingt rausgehen. Und was passiert ist schlimmer denn in Afghanistan? Ist eigentlich schlimmer als Vietnam. Sie sind länger dort, als sie in Vietnam gewesen sind. Das bringt wirklich überhaupt nichts. Und sie müssen schauen, dass sie unter guten Bedingungen rauskommen. Nicht so katastrophale Bedingungen, wie der Obama gemacht hat. Obama, der genau aus dem gleichen Grund wollte im Irak so schnell wie möglich raus, auch weil Wahlen gewesen sind. Und es ist sehr schlecht rausgekommen. Der Trump sollte diesen Fehler nicht machen. Aber es ist richtig, dass er raus will. Das ist richtig. Natürlich ist es richtig, aber nicht, dass jetzt wieder die Taliban das Land übernehmen, die Frauen. Das kannst du nicht verhindern. Das kannst du nicht verhindern. Und das ist dann auch der Afghanis eher ein eigenes Problem. Entschuldigung. Gut, wir können nicht alle Probleme lösen auf der Welt. Aber gut, aber wenn dann dort was soll ich sagen, Al-Qaida oder auch ISIS ist jetzt auch dort sehr stark. Wenn die dann über ein Biotop haben, wo sie wieder wachsen können, dann gute Nacht. Aber man hat es gesehen, beim Kim Jong-un hat er 3 Treffen gemacht. Beim ersten Treffen hat der Kim Jong-un gesagt, jawohl, wir können sagen, was für Waffen wir haben, da können wir darüber verhandeln. Hat es natürlich nie geliefert. Jawohl, wir machen keinen Test. Man hat es weitergemacht, etc. Es ist wieder einmal, Markus, nimm es doch zur Kenntnis. Nein, ich finde ich finde, das ist die erfolgreichste Außenpolitik seit etwa 10 Jahren. Der muss ich sagen. Art of the Deal von Donald Trump ist, er hat noch keinen einzigen Deal. Sie sind aus dem Abkommen von Iran, das ist genial gewesen. Sie sind aus dem Abkommen von Paris, ist alles sehr gut gewesen. Schau mal Iran an, wie Iran schlottert. Wenn es die europäischen Freunde nicht hätten, würden sie noch mehr schlottern. Das ist alles richtig, das ist alles auf richtigem Weg. Und schau, gerade beim Verhandeln ist wichtig, dass du Zeit hast. Sobald die Leute das Gefühl haben, und deshalb haben die Taliban nicht nachgegeben, sie wissen ganz genau, Trump braucht jetzt da den Abzug, das wäre gut für seine Wahlen, deshalb sind sie so frech. Das würde ich natürlich nie machen, aber ehrlich gesagt, sonst finde ich Außenpolitik Trump wirklich gut. Sehr gut. Sehr deine gut. Beispiele sind gut, du hast alles Beispiel gebracht, wo ein Deal gebrochen hat. Kein ja, einziger, raus, aus schlechten Deals, raus, das ist schon mal grosse Leistung. Und aber keinen einzigen Deal können machen. Und er sagt ja, wenn ich komme, dann mit meinem Charme, mit meinem Vermögen, die Leute für mich einzunehmen, kann ich einen Deal machen. Resultat nach 2,5 Jahren Trump 0. Okay, wir sind am Schluss von dieser Sendung, werden vielleicht wieder einmal über Trump reden. Können es leider nicht über Sharpie Gate reden, wo er da irgendwie Tafeln, die gezeigt wurden, wo der Hurricane durchgeht, wo er selber noch gefälscht hat mit einem, so einem Marker und so. Und hat eine Woche lang tweetet über das. All die Sachen, oder? Er hat zum Beispiel gesagt, dass amerikanische Militärflugzeuge in einem Flughafen Zwischenland in Schottland neben seinem Golfplatz, damit die Leute dort dann auch noch Umsatz machen. Oder dass der Mike Pence in ein Hotel muss gehen, bis im Irland besucht, ja, wo ihm gehört, wo 180 Kilometer von Dublin ist, dann sage ich Geschäft, du sag, ich sage Bananen. Das ist korrupt. Das kann man auch als korrupt bezeichnen. Ich sage Bananenrepublik. Das schamlos. Ist korrupt, aber da sind andere Präsidenten um einiges korrupter gewesen. Zum Beispiel der Bill Clinton, unglaublich korrupt. Hat nie selber irgendein Unternehmen geführt und ist nachher zum Milliardär geworden. Dank Spendengelder, die Leute ihm gegeben haben, wie sie gemeint haben, seine Frau wird noch Präsidentin. Nein, also Roger, also, da gibt es andere Beispiele, die viel schlimmer sind. Genau. Immer wenn er nichts mehr weiss, kommt er mit irgendetwas an. Nein, das wirst du ja nicht aufregen, wenn, Bill, du nicht merkst, dass, wenn du nicht merken würdest, dass es stimmt. Bill Clinton hat kein Hotel, keine Golfclubs und nichts. Also, das ist völliger Unsinn. Aber wir müssen jetzt am Schluss machen, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Was reden wir bei Schawinski? Krise vom Schweizer Fußballnationalteam nach der Absage von Shakiri. Was steckt dahinter? Wie ist das zu lösen? Wie groß ist der Konflikt zwischen dem Shaka-Clan und dem Shakiri-Clan?
Fan. Antworten von Erich Vogel, vom wohl besten Kenner vom Schweizer Fußball. Und er redet heute Abend Klartext. Kurz nach der 11 im Schweizer Fernsehen. Würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche in alter Frische. Danke, Markus. Einen schönen Abend wünschen wir beide allen hier beim Programm von Radio 1. Radio 1 bringt Sie als Digital Festival Zürich. Sind Sie? Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.